3 Jahre lief das Hochschulforum für Digitalisierung. Gerade war die Abschlusskonferenz. Da ist natürlich sehr spannend zu wissen, was denn das BMBF dazu sagt, beziehungsweise jetzt neben mir der Leiter der Hochschulabteilung dort, Peter Greisler. Herzlich willkommen. Ja, was sage ich dazu? 3 Jahre Hochschulforum. Wir haben das Hochschulforum ja gefördert, um einen Ort zu haben, wo man auch national über die Digitalisierung spricht. Und das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben eine Sichtbarkeit für das Thema geschaffen. Wir haben eine Aufbruchstimmung geschaffen. Wir haben viele Experten im Grunde genommen hereingeholt und die Pioniere für die Digitalisierung sichtbar gemacht, zusammengebracht mit den Stakeholdern. Das heißt, wir haben ein Forum geschaffen, wo die Dinge ausgetauscht werden können. Digitalisierung funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten, wenn man vernetzt arbeitet. Und das ist eigentlich das, was das Hochschulforum geschaffen hat. Wie geht es dann jetzt nach der Abschlusskonferenz speziell beim Hochschulforum weiter? Wir werden das Hochschulforum weiter fördern, weil so eine Plattform zu erhalten ist ganz wichtig. Es ist gut, dass es so einen Bereich gibt, wo man einfach wirklich zur Sache diskutieren kann und vorwärts kommen kann. Ich finde, an manchen Stellen könnte man noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Wo würde man denn hingehen, wenn man sich denn trauen würde? Aber wir müssen mutiger sein, auch rechtliche Rahmenbedingungen zu ändern. Das wird auch auf Akzeptanzprobleme stoßen. Zum Teil sind es dann auch rechtliche Rahmenbedingungen, die Geld kosten. Ja, wenn man an die Kapazitätsverordnung geht oder an die Lehrverordnung, dann kostet das einfach auch für die Länder Geld. In Ihrer Rolle beim BMBF, welches wären dann die 3 wichtigsten Hausaufgaben, die es für Sie abzuhaken gelte? Was wir tun können, ist, dass wir Prozesse anstoßen, dass wir fördern. Ich glaube, wir müssen auch die Umsetzung von Digitalisierungskonzepten fördern. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Digitalisierung nicht im Kleinen gedacht wird. So wie wir in Deutschland ja oft vorgehen und auch sehr erfolgreich in vielen Bereichen vorgehen, nämlich ganz pragmatisch. Ich fange erstmal klein an in meinem Fachbereich, an meinem Lehrstuhl und dann überlege ich mal, ob ich das auch in der ganzen Hochschule machen kann. Ich glaube, so kann man nicht mehr vorgehen. Digitalisierung muss man von Anfang an im Grunde genommen international denken. Das war der Leiter der Abteilung für Hochschulen am BMBF. Was der Generalsekretär, Herr Dr. Gaul, der HRK dazu zu sagen hat, das können Sie auch erfahren. Klicken Sie dazu einfach unten in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link.